Aber ja, na, der Hero DLC. Wir können es nur auf normal spielen, Mensch. Operation Chris Redfield als hochrangiges Mitglied der BSAA, viele Bitte, ja, wissen wir. Jetzt hat Umbrella. Jetzt hat. Halt, was? Fucking Company. Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Rasier dich mal, Junge. Chris, haben wir ihn verloren? Nein, Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Aber es interessiert niemanden. Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Er sieht nicht aus wie Chris, er klingt nicht wie Chris. Das ist nicht Chris. Können wir ihn anders nennen? Schöner Tactical Pyjama. Umbrella. Umbrella. Jetzt will ich mal den. Okay, bin im Bergwerk. Cool, ich hab ein HUD. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Ihr habt dem Typen ein Team gegeben. Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? Drei unserer Besten. Jürgen. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Nett. Level Recycling? Ja, Mensch, ich meine, wenn nicht so, als wären wir hier nicht schon mal gewesen, ne? Es geht nämlich genau bislang derselbe, wo wir mit Ethan waren. Ja, exactly the same. Ja. Ah, okay. Ich kann Gegner schlagen, wenn sie taumeln. Okay. Probieren wir doch gleich mal aus. Ah, okay, ohne. Falcon Punch! Ja, gut. This is something a flesh field would do. Okay, also, ne? Müssen wir jetzt ein bisschen umdenken. Müssen wir ein bisschen beefiger denken. Vor allem, warum habe ich jetzt ein HUD? Hi, na? Also. Wow. Just punch your fucking head off. Das Labor ist gleich davor. Meine, es ist nicht schwer. Meine Güte, es sind Kartoffelmonster. Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamycet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Spoiler sind sie. Dann warum sollte jetzt hier was sein? Also, ich muss echt aufhören, mich umzugucken. Oh, ich hab ein bisschen mehr. Ich hab Granaten. Schnellwirkende Arznei, die etwas Gesundheit wiederherstellt. Dann natürlich mal wieder klar. Chris spritzt sich die Scheiße. Thor's Hammer. Mhm. Ah, eine Samurai Edge. Okay. Pistolenmunition. Ein Brief von der. Okay, warte mal. Sekunde mal kurz. Umbrella Corporation. Immerhin haben sie schöne Umschläge. Lauernde Feucht. Missionsziel extrahieren Sie Lucas Baker. Ort, Erfahrungsprofil, Mole, Alpha-Variante, andere Anpassungen fallen tödlich. Aufgrund des Mangels an Informationen, Chris Redfield von der BNB-Waffen-Mission teilnehmen. Zum Einsatzort, neueste Informationen haben bestätigt, dass Lucas Baker sich im Bergwind. Mutmaßlich, ne? Wissen wir alle schon. Hat unverzeihbare Informationen, ne? Dann beginnt die Information immer kurz ein bisschen, ne? Ein bisschen Information. Ich sehe ein Biowaffen, das Modell Evelyn. Sind wir da alle schon? Was ist das hier? Warum schleppst du das mit dir rum, Chris?
Wie viele von den ersten Missionen bei uns, darum möchten wir klarstellen, worauf wir bei Umbrella aus sind. Global Penetration. Aber viele unserer Mitarbeiter vom berüchtigten Umbrella stammen, ist es unser Ziel, die Untaten wieder gut zu machen, die unter dem Namen Umbrella begangen wurden. Haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet. Das ist die bescheuertste Geschäftsidee, die ich seit langem gehört habe. Und ich habe mit jemandem gearbeitet, der einen Einzelhandel mit Drive-In bauen wollte. Also, das ist die bescheuertste Gemeinschaftsidee. Die sind literally für Raccoon City verantwortlich und all den Spaß. Und ihr wollt mir sagen, dass sie wieder gut machen? Kann ich nicht so, ne? Oh Mann. Wir werden nicht nur jene aufhalten, die Biowaffen entwickeln oder verkaufen, sondern auch diejenigen, die solche Farben unterstützen. Wir haben Mist gebaut. Ja, also euer erster Mist war, das Ganze wieder Umbrella zu nennen. Das war euer erster Mist, den ihr gebaut habt. Und wir werden ihn wieder aufräumen, werdet ihr nicht. Indem wir den Namen Umbrella beibehalten, zeigen wir, dass wir die Verantwortung für den Mist übernehmen. Das ist die bescheuertste Idee, die ich in meinem Leben je gehört habe. Dass sie diese Verantwortung bei jeder Mission mit sich tragen. Das ist die bescheuertste Idee, die ich in meinem fucking Leben je gehört habe. Das ist aber eine nice Shotgun. Auch wenn das gerade immer so, wenn er das so aussieht, als würde er das Ding seine Hand voll in Lauf packen. Was ich mir irgendwo ja schon fast wünschen würde. Nein, Schorschmann, es gibt hier nichts, was dich interessieren könnte. Also hör auf, dich umzugucken. Es gibt hier nichts von Interesse. Außer eine Handgranate, die auf einmal zu finden ist. Wir haben Mist gebaut. I know, I fucked up. Ja. Wieso stelle ich mir gerade eher so vor, diesen Typen aus South Park, der die ganze Zeit da liegt und sagt, es tut uns leid. Dabei ein Robbenbaby streichelt. Es tut uns leid. Genau so stelle ich mir das gerade hier vor mit Umbrella. Na, Schnucki. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich hab Neuigkeiten. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Nices Cosplay. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und... Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht. Und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Scheiße. Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E Mutamycet. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Okay. Nice. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Fucking Idiot. Fucking Idiot. Du fucking Wanker. Gas, Gas, Gas. I wanna step on the gas. Geh mir aus dem Weg, du Pelle. Wow. Wir haben es geschafft, eine Shotgun noch unbefriedigender klingen zu lassen. Hä? Die langweiligste Shotgun, die ich in meinem Chris, Leben je hatte. Jetzt die von Lucas abgefangenen Daten analysiert. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren? Ach, Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten.
Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Klar, wie du meinst. Das ist der normale Chris, also der Chris, den wir kennen. Der hat von Anfang an gesagt, weißt du was, go thump yourself. Aber nö, das ist offenbar Chris, ich bin nicht so toll, Field. Und der sieht das ein bisschen anders. Das ist das Retardetste, was ich je gehört habe. Also ich habe schon gedacht, man könnte die Lore nicht noch weiter mit Füßen treten, aber... I was wrong. Also offenbar war ich falsch. Man kann die Lore offenbar noch mehr mit Füßen treten. Was kommt als nächstes? Leon als Hippie? Hey, MF-Byte. Ja, funky. So. Ja, by the way, ich habe mir mal angeguckt, was Irrenhaus-Gameplay ist. Also hier Irrenhaus-Schwierigkeitsgrad. Weil es ja so, als so großartig anders angepriesen wurde. Und meine Güte, eigentlich ist es das, was das Spiel hätte von Anfang an sein sollen, basically. Ich meine, in einigen Punkten nur, ich meine, nicht mal das würde das Spiel retten, for fuck's sake. Einfach die Tatsache, dass du Kassetten brauchst zum Speichern, etc., etc. Steroide, ach nee, das brauchen wir doch gar nicht. Erhöht Dauer, Nachladegeschwindigkeit, cool. Das ist also derselbe Jatz, wie wir schon kennen. Oh boy! Okay. Aha. Ah. Sonst was? Ich meine, ich kann trotzdem... Bad. Fine. Fine, gehe ich halt mit dem Nachtsichtgerät rein. Keine Ahnung, was das gerade war. Darf ich hier hin? Scheinbar. Oh Mensch. Noch am Leben da drin? Redfield? Das heißt Fleischfield. Ach nee, das heißt Pupsfield. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Hey, Edi. Und Klonk. Ist es da oben? Ja. Hm? Oh, also. Also bislang ist es jetzt nicht viel anders. Nicht viel besonders. Aha. Oha. Guten Tag. Na? Na ihr? Fuck. Weißt du was? Nehmen wir halt die am langweiligsten schießende, klingende Shotgun. Jetzt ohne Scheiß, das klingt so unglaublich unbedeutend und uninteressant. Ich meine, hört euch das mal an und sagt mir, ob das gut klingt. Spoiler, it doesn't. Oh, Schadung. Meine Güte, noch einer? Voilà. Miau. Okay. Nice. Sackgesicht, ey. Vor allem dieselben Gegner, wie wir schon etliche Male bekämpft haben.
They couldn't be bothered. Nicht mal hier kriegen wir neue Gegner. Das ist schon irgendwo. Das sind dieselben Gegner schon wieder. Ich kann diese Kartoffelmonster langsam nicht mehr sehen. Gib dir. Kennst ja schon nicht mehr anders. Das ist ja das Traurige. Man verpasst überhaupt nichts. Cool, ein Zahnrad. Ich frage mich, was ich damit wohl machen muss. Da brauche ich wahrscheinlich eine Kurbel für, ne? Oder? Ach nö. Ah, jetzt brauche ich eine Kurbel dafür. Hat die Scheiße gerade einfach magisch angefangen? Ach, egal. Aha. Wir müssen alle lernen zu recyceln, ja. Aber langsam kann ich diese fucking Kartoffelmonster nicht mehr sehen. Ich fand sie zu Anfang uninteressant. Ich fand sie im Laufe des gesamten Hauptspiels langweilig und uninteressant. Und mal davon abgesehen, dass sie unbedrohlich as fuck waren. Und im DLC kriegst du genau dieselbe Soße. Oh, immerhin hält er das Messer wie so ein richtiger Ninja. War gerade ein Film genauso, aber ich weiß auch nicht. Ich bin gerade piefig. Oh nein. Es ist ein großes Kartoffelmonster. Geiler Wurf. Bitte sag mir, was ich da sehe. Ich habe keine Ahnung. Ist etwas Neues. Geh extrem vorsichtig vor. Ich gehe am besten gar nicht vor. Wie wär's damit? Das Ding ist so langsam. Geh am besten wieder. Ich meine, ne? Jetzt habe ich einen Schlüssel. Ne? Was willst du von mir, du Kartoffelvieh? Hi! Das ist genau dasselbe Ding, nur größer! Im Hauptspiel bekämpfen ist es nur größer. Ist ein bisschen hochskaliert. The end. Hey, Kumpel. Na? Alles Töfte? Jetzt ist alles gut. Ich will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was? Oh, Mist! Nimm den Filter. Von meiner Maske. Schnell! Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Nö, das sind Seile an der Seite. Schau zu und werde. Lucas! Nein! Mensch. Chris, möchtest du dir noch mehr Zeit lassen? Chris, soll ich dir einen Kaffee bringen? Eine Milchschnitte vielleicht noch? Dankeschön, meine Güte. Fucking Seil. Du hast ein dickes Messer, Chris. Hätte ich das? Nö, hätte ich nicht. Das sind Titanseile. Er ist nur... Ja, er hängt nur an diesen beiden. Chris Strait ist das easy. Chris, du bist ein Vollidiot. Ein absoluter Schwachkopf. Du hängst zu viel mit Ethan ab. Und ihr habt euch gerade mal 2 Minuten gesehen, vielleicht. Das ist irgendwie noch erbärmlicher, wenn man es immer drüber nachdenkt. Mann, 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 Mann. Kannst nicht abwarten, das Arschloch in die Finger zu kriegen. Denk daran, dass wir ihn lebend brauchen, Chris. Ja, ja. Paar gebrochene Beine. Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Achso, kann ich nicht. Warte mal. Achso, das ist ein anderer Schlüssel. Ja, es ist irgendwie Ethan Redfield.
Ethan-Sein ist offenbar ansteckend. So, hier waren wir noch nicht. Da hinten können wir ja nicht, weil dunkel. Also noch Adam Riese. Ethan ist der Virus oder ich spiele nicht mehr mit. So in etwa. Ja, das andere DLC mag witzig sein, aber ich gebe keine 15 Euro dafür aus. Da kann man sich in die Haare schmieren. Ich gebe keine 15 Euro für ein DLC aus, wo laut euch gerade mal 5 Minuten dauert. Auch wenn es witzig sein mag. Aber nee. Da muss ich jetzt mal mit meinem Portemonnaie voten. Und wenn mein Portemonnaie votet, dann heißt es, don't do this shit anymore. Machen vernünftig. Ach, da bin ich letztens reingelaufen. Ja gut. Oh nein. Kartoffelmonster. Chris, die neue weiße Variante ist extrem widerstandsfähig. Normale Munition reicht nicht. Was schlägst du denn vor? Ramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Aha. Du musst dich zurückziehen. Nö. Go thump yourself. Was will das Ding machen? Wieder langsam auf mich zulaufen und mich hauen? Mein Jesus Christ, mittlerweile müsstet ihr wissen, dass ich absolut keine Bedrohung in diesen Kartoffelmenschen sehe. Bin ich dem Ding jetzt einfach abgehauen? Basically. Ich habe so das Gefühl, das Vieh verfolgt mich nicht mal richtig. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, guck mal. Hm? Nö. Ich glaube, das Vieh hat wirklich den Sack dicht. Bist du auch so einer? Bestimmt. Ich so, ja, okay. Enjoy your stay. Gönn dir. Guck mich mal. Oh, dramatisch. Dramatische Musik. Sie ist so dramatisch. Nachtsichtgerät erforderlich. Ja, das ist ja wunderbar. War echt Blödsinn, aber gut. Ach, das ist eine Tür hier. Da guck mal einer. Die Orientierung habe ich jetzt schon richtig verloren. Ach, guck mal, Nachtsichtgerät liegt hier einfach so rum. Nehmen wir zwei. Antigenerationsmodul Ramrod. Ach, guck mal. Mit den Ramrods solltest du die weißen Varianten erledigen können. Nein, how convenient. Antigenerationsmodul Ramrod. Diese Munition zu Ramrod für Rapid Antigenerationsmodul her. Rounds. Toxinische Kugeln, wo speziell im Kampf gegen fungusbasierte Biowaffen. Mensch, was ein Zufall, dass wir genau sowas hier finden. Mensch, genau das, was wir brauchen. Die Kugeln sind zwar mal toxinfrei, ein Schuss allein fügt mir Angriffe verwundbar zu machen. Okay, cool. Ergo, einmal mit dem Slamrod. Der Rest macht sich von alleine. Füge am Burner den System Nachtsichtfunktion hinzu. Das Gerät verwendet bisschen schnell Lichteinfall zu ermöglichen. Ich weiß doch, wie ein fucking Nachtsichtgerät funktioniert, Jungchen. Das ist ein wunderbarer Zufall. Es ist ja fast so, als ob die Leute gedacht hätten, boah. Wir haben hier mit diesen Viechern zu... geiles Nachtsichtgerät, I see shit. Man kann so richtig schön sehen. Ich benutze die Ramrods jetzt einfach mal noch nicht. Ich gehe mal hier runter. Hui. Ich bin ganz ehrlich, das Nachtsichtgerät tut in den Augen weh, ey. Alter. Dieser ekelhafte Grünstich. Was das hier wohl macht? Gar nichts. Wow.
Okay, braucht wahrscheinlich eine besondere Kombination. Aber nochmal gucken, ob wir das irgendwo rauskriegen. Ich meine, hier habe ich immer noch das Gefühl, spielt Ethan. Nur, dass Chris tatsächlich mal mehr redet. Ich meine, das ist an sich leider schon... Is this a puzzle? Is this really a puzzle? Aha. Wer hätte das gedacht? Och nee, wie knuffig. Jetzt fahrt ihr die Schiene? Oh, Mini. Mini-Kartoffeln. Sprösslinge. Frühlingskartoffeln nennt man sowas auch. Ist das wirklich eure Ansicht von Back to the Roots, was Rätsel angeht? Ich meine, in Resident Evil 1 war kein Rätsel so fucking obvious wie hier in dem Spiel. Die Rätsel sind immer so unglaublich predictable. Man, meistens ist es so, da ist ein Rätsel, in Anführungszeichen. Und 2 Meter weiter steht einfach die Lösung. Es ist nur die Lösung, es sagt dir einfach instant, was du zu machen hast. Ihr seid einfach nur nervig, ey. Nervige Viecher. Irgendwas habe ich aufgenommen. Ich habe keine Ahnung. Bist du so ein ekelhaften? Wow. Ihr seid das Unbeeindruckendste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. That's fair. Okay. Achso, die sind auf Augenhöhe einfach. Nice job, Lucas. Oder seid... Ihr seid normale... Oh meine Güte. Was soll ich das denn sehen? Hier sieht alles gleich grün aus. Oh Mann. So viel zum einem Ramrod. Ich dachte, das wären wieder solche besonderen. Ich kann das nicht erkennen. Das ist alles dieselbe Schicht grün hier. Ich muss dran denken, das ist hier eine Lucas-Sache, also, ne? Ich muss mir wieder mehr an Booby-Traps denken. Seid ihr die Schlechten? Nö, ihr seid scheiße. Au, 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 why? Ich war doch unten. Ey, ich war doch fucking unten. Kaputt? Kaputt. Siehst du? Knochen kaputt. Ich geh erstmal raus, warte mal. Ich möchte erstmal wieder was sehen können. So. Ich meine. Irgendwie habe ich jetzt nichts aus dieser Aktion gezogen, kann das? Außer, doch, das Nachtsichtgerät. Stimmt, das Nachtsichtgerät haben wir draus gezogen. Aber mehr auch an sich nicht, ne? Nee. Nachtsichtgerät, damit können wir jetzt in den Gang. Und dann... Wobei, warte mal. Wir geben uns mal Steroide. Chris Redfield, User of Steroids. Jetzt offiziell. Jetzt ist es Canon. Danke dafür, Capcom. Jetzt ist es fucking amtlich, dass er ein Steroiden-Junkie ist. Ich hasse dieses... Das sind die Dinger da unten. Oh, meine Güte. Oh.
This is a bucket. Hab mich schon gewundert, was ist denn das immer? Warten wir halt, bis wir einen Dietrich finden. Und dann machen wir das Ding auf. With Redfield Style. Ist er jetzt auf fucking Laserminen umgestiegen? Meine Güte, der Junge hat echt eine Beförderung verdient. Passe ich da durch als Redfield? Ja, okay, gut. Ach, guck mal, und die Kabel hat er trotzdem noch. Hat das Budget offenbar doch nicht gereicht, wa? Suddenly, ja, wir müssen ja irgendwo Einsparungen vornehmen. Checkpoint clear. Push the meat. Ui, jetzt haben wir Suizidbomber. Das ist das, wonach ich gefragt habe in meinem Leben. Nach fucking Suizidkartoffeln. Oh boy. Dieses DLC, ey. Oh nein, wirklich? Ein Schieberätsel. Ist das Beste, worauf ihr gekommen seid, ein fucking Schieberätsel? Das ist nicht euer Ernst. Okay. Ein fucking Schieberätsel, here we go. Warte mal, wo muss ich denn? Achso, warte, ich muss dafür sorgen, dass das Ding wahrscheinlich da durchfahren kann. Ja, warte mal, haben wir doch schon. Easy, hier, go fuck off. Hadoken! Okay, die Kartoffel ist tot. Wenigstens gibt's mal andere Gegner. Psych, es sind dieselben. Nur, dass die jetzt auf dich zurennen und explodieren. Oh Mann. Ist echt ein bisschen Variation, was Gegner angeht, echt so viel verlangt. Mal ganz blöd gedacht. Was passiert, wenn ich das Ding hier einfach schiebe? Es bringt absolut nichts, aber trotzdem. Gut, es steht einfach nur im Weg. Na, hätte ja sein können, dass da irgendwas drunter ist. Arznein. Ich möchte nur mal betonen, wo wir die Scheiße gerade finden. In einem dreckigen Loch. Sich so eine Spritze in den Arm zu jagen. Wobei, du hast ja gerade eben Steroide reingeballert. Ich meine... Stimmt, besser die ganzen Balloon Physics. Don't waste them. Ba, ba, ba. Ach, guck mal. Ach, hier sind wir. Oder ist das eine andere Clownstür? Was ist das hier, Lucas? Dein fucking Restelager? Mensch, ich frag mich, was wir in dieser Tür hier finden. Immer noch weiter nach Fallenausschau halten. Immer noch weiter gucken. Arzneispritze. Wie viel habe ich jetzt? Vier Stück. Der Stick in Granaten. Bei Granaten benutze ich eigentlich immer nur für tatsächliche Bedrohung. Oder wenn mir einfach zu viele werden. Aha. That's fair. Springt einfach rüber, das Mistvieh. Ich glaube, es geht los. Sorry, aber da bin ich wieder echt komplett Gamefield. Die diese... Ach so, du bist so einer.
ich will mal gucken, ob ich durch das Spiel komme, ohne einmal zu blocken. Was soll man wetten, dass ich es kann? Man, jetzt konnte ich hier tatsächlich die Viecher erkennen, welche das, ja, wie soll ich in grün... Oh, meine Güte. Mal gucken. Ich schaffe das DLC bestimmt, ohne einmal zu blocken. Nur um den Punkt klar zu machen, dass Blocken in diesem Spiel absoluter Blödsinn ist. Ja, da hat jemand zu viel TKKG geguckt. Definitiv. Komm ich da irgendwie? Nö, komme ich hoffentlich drunter durch. Ich hoffe, unser Fleischfield kommt in seinem Fleischmodus hier durch. Ja, ganz vergessen, es ist nicht Fleischfield. Ich muss echt aufhören, ihn geht's dir gut? So zu nennen. Hier ist das Budget von Lukas hingeflossen. Ja, das Ding ist vollkommen vermint. Wieso würde es mich nicht wundern, wenn ich eine auslöse, dass alle hochgehen? Was ist denn? Da müssen wir halt gucken, dass wir hier irgendwie einen Weg rumfinden, ne? Ah, hier? Okay. Ja, doch, das ist alles ein bisschen hart vermieden. Das ist genau wie in Fallout 4. Stimmt, so einen Raum gab's da auch. So ein ganz ungutes Gefühl. Sekunde, ich komm gleich wieder. I don't trust this shit. Oder ist es einfach nur... Oh, Numrod. Kann ich hier aufstehen? Go thump yourself. Hey, Jeff. Hey. Hey, bist du noch bei uns? Es smell Trap. Ja, du bist's. Danke. Ich dachte schon, ich wurde zurückgelassen. Du gehörst zu einem Redfield-Team, das ist normal. Ich glaube, wir kommen hier raus. Ja, wieso habe ich das Gefühl, dass er denn genau durch die Bomben gelaufen wäre? Lukas ist ein verdammter Irrer. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, er oder diese Dinge. Wir müssen hier raus. Sorry, aber wenn du gegen einen Psychopathen antrittst, der denkt, er sei clever, musst du einfach ein Stückchen cleverer sein. Kommen wir raus. Scheiße, das darf nicht wahr sein. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nimm mir das Teil ab! Ja. Genau das dachte ich mir nämlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christopher, aber ich bin es echt leid, Spielchen zu spielen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie du das jetzt hier gerade machst. Drei meiner Männer sind wegen dir tot. Das. Ja, meine Männer! Und zwar sofort. Ja, meine Männer verloren, Mann! In einer Minute sind es vier tote Soldaten. Du wirst scheitern. Und dann. Wirst du sterben? Also werde ich erst scheitern und dann sterben. Okay, if you say so. Okay, wir haben hier wohl ein Problem. Sind dran, Chris. Geh zurück zur Haupthöhle und warte auf weitere Anweisungen. Lass mich nicht hängen. Ja, genau. Doch nicht, scheiße, warte mal. Oh, warte, ich bin hier schon. Ah. Ja. Wow. Oh, ich wäre fast drauf reingefallen. Ich habe gerade keine Zeit dafür. Klumpenmonster. Oh nein. Aus dem Weg, Fettsack. Chris, gute Nachrichten. Die Videos der
ersten Einheit zeigen Kanister mit flüssigem Stickstoff in der Nähe. Vielleicht kannst du mit Einfrieren die Bombe entschärfen. Wo sind die Kanister? Das Lager im Abbauraum des Bergwerks. Geh durch das rote Tor. War durch das rote? Das sieht ziemlich rot aus. Hier spawnen jetzt auch Gegner. Ne, warte, falsch. Da war zwar der große Gobbler, aber... Komm, das ist... Hat er gesagt 10 Minuten? Achso, eine Minute und 10 Minuten, ja Mensch. Ach ja, stimmt ja. Um dich kümmere ich mich später. Meine Dicke ist nicht mal... Hier sind neue Gegner, also bin ich hier, glaube ich, gar nicht mal so falsch. Ja, stimmt, da ist eine Clownstür. Die morphen sich einfach in den Boden. Okay. Noch mehr Granaten. Ach so, ja. Das sind die Weißen. Ja, komm. Du verlierst sie sowieso gleich, wenn es schlecht läuft. So. Ups. Nice. Ach cool, mehr Numnus-Munition. Der flüssige Stickstoff ist gleich da vorn. Gleich da vorn? Was heißt gleich da vorn? Ach, da vorn. Aua. Die. Ah. Wie wär's mit Kletter rüber? Come on, wirklich. Wirklich, Diggerchen. Keine Zeit für deinen Blödsinn. Au. Andere Munition rein. Wirklich, Chris, was war das für ein Wurf? Ach, du prallst davon ab. Kommst du jetzt mal... Oder hey, kannst du jetzt Schaden nehmen? Ich verstehe euer System nicht. Nee, ausrüsten, Junge. Chris, wirklich. Du hast echt einen Todeswunsch gerade, kann das? Ich kann die gerade nicht ausrüsten, ey. Bugs. Oh Mann. Die Ekeldinger, ey. Heilung, Heilung. Alter. What the fuck? Ich will die ausrüsten. What the fuck? Dann rüste sie halt nicht aus. Meine Fresse. Oh, meine. Wirkt. So finde ich das DLC bislang auch. Also, da sind wir uns also einig. Ich habe nichts mehr zum Heilen. I will die here. Weil ich auch keine von dieser Supermunition mehr habe.
Ja, ich glaube, ich habe verkackt, weil ich nichts mehr habe, wirklich. How the fuck? Wie? Bewegen. So? Oh, meine Güte. Ein einfaches Ausrüsten-Kommando ist zu viel verlangt, oder? Alter. Ziel erledigt, Chris. Finde den Stickstoff. Lass mich nicht erinnern. Meine Güte, ich musste on the fly erstmal rauskriegen, wie man Zeug überhaupt bewegt. Wird das wirklich funktionieren? Schnell, Chris. Probably not! Es hat geklappt. Bevor es auftaut und neu startet. Mist. Schmeiß doch, du Schwachkopf! Alles klar, Chris? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay, Lucas. Nur noch du und ich. Chris, ich würde echt zu gern wissen, was du Chris, für Handschuhe einen hast. Raum hinter der Tunnelbohrmaschine. Lucas? Vielleicht. Probier da reinzukommen und schau nach. Verstanden. Hier ist Heilung. Ich bin kein unbedingter Experte, was Trockeneis angeht, ne? Aber ich call da irgendwo so ein bisschen Bullshit. Ich mein, und wie convenient, dass hier ein Kanister ausgerechnet offen steht. Ach, guck mal, Dio war auch hier. Und hier unten mit einer Dampfwalze. Das ist so das eine Bergbaugerät, was irgendwie out of place ist. Wirklich der Arm. Ey, müsstest du deinen Arm in die Tonne schmeißen können jetzt? Ich meine, ich hätte meine Hand einmal für Bruchteile einer Sekunde an Trockeneis. War keine schöne Begegnung. Achso, ja, den Schlüssel brauche ich ja noch. Ich speichere jetzt tatsächlich mal. Thermohandschuhe. Ja, dass ich mit der Medizin am Anzug gestochen. Davon mal abgesehen. Ey. Oh cool, ich mach den Bohrer an. Ja, Bohrer. Bohrer, Bohrer. Knister, Knister. Das ist der langweiligste Gigadrill-Brecker, den ich je gesehen habe. Ach geil, noch mehr. Wow. Okay, cool. Cool, jetzt sind wir im Bora Bora. Immer noch bei uns, wie ich sehe. Sehr beeindruckend, mein Freund. Sehr beeindruckend. Cool, Ramrod. Schauen wir mal, wie beeindruckend du wirklich bist. Ich bin super beeindruckend, merkt ihr das? Euch hier wieder zurück, oder? Okay. Ich kann diese Viecher echt nicht mehr sehen. Alter! Bist du tot? Karateschlag! Achso, das ist so einer. Oh fuck. Easy. Vielleicht bist du gut. Vielleicht hast du nur Glück. Aha, hab ich das. Hi. Ah,
Alter, kannst doch so nicht sagen. Nachladen. Ich habe immer noch so viel Schuss in meiner Flinte. Ne? In meiner nicht so Spaß-Flinte. Ach, guck mal. Fuck. You dead? You dead. Kümmere mich mal erst um eine richtige Bedrohung. Oh Mann. Wie stark ist die Flinte hier? Christopher, wurdest ja fast erwischt. Was glaubst du, wie viel mehr davon du noch aushältst? Na, lass mich raten. Nochmal so einen großen. Oh nein, nicht noch. Oh nein, zwei große. Ach, das sind einfach nur die Spucker. Das sind nicht mal die besonderen. Wow, One-Shot. Gib mir aus der Linse. Okay, nichts mehr, okay? Ich hab nichts mehr übrig. Von mir bekommst du kein Mitleid, Arschloch. Ich weiß, ich weiß. Ich habe Schreckliches getan. Furchtbare Dinge. Hab deine Männer gekillt. Gefoltert. Und ich habe jede Sekunde genossen, Soldatenjunge. Genau wie ich es genießen werde, dich brennen zu sehen. Starte Countdown zur Detonation. Hörst du das? Hört sich an, als sei deine Zeit vorbei. Tick, tack, Christopher. Tick, tack. Wenn du mich umlegen willst, leg mich um. Nein. Aber um Gottes Willen, halt endlich das Maul. Oh, ich würde ja gerne bleiben und dich brennen sehen. Aber ich kann nicht. Ah. Ich werde woanders gebraucht. Bye, bye. Beef Mode. Okay, doch nicht. Sieben. Hm. Ja gut. Warte, hier? Hier vielleicht? Beef Mode. Scheiße. Nicht beefig genug. Fünf. Hier vielleicht? Ich will hier nicht sterben. Ebenso. Nur noch ein bisschen. Ach doch, hier? Oh, Mega Beef. Mega Beef! Ja, Mega Beef! Das war Giga Beef Mode. Mist! Hoppapapapapapa! Nett hier. Hier war ich schon mal. Der Ort ist scheiße, der grüßt nie. Chris, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wir haben eine E-Mail abgefangen, die Lucas verschickt hat. Hört ihr das an? Umbrella und Redfield wurden erledigt. Sie loszuwerden hat Zeit gekostet, aber sie viel mehr. Ich kann euch die Daten noch liefern, aber danach sind wir quitt. Wer denkt, ich bin tot? Könnte unsere Chance sein. Wem hat das geschickt? Das entschlüsseln wir noch. Schnapp du dir Lucas. Sag mir Bescheid. The fuck? Ich bin froh, mal tatsächlich was anderes zu sehen. That's a change. 5 Minuten nach Dosis. Okay. Ah, cool. Kontaminierung? Mensch, macht ihr einen scheiß Job. Hi! Na? Na, Beeflord? Mann, Mann, Mann. Oh, hi. Noch einer. Noch einer weniger, um genau zu sein. Das hau dir mal rein, Chris. Mach mal. Bestimmt voll die geile Idee. Ach, guck mal, kennen wir die nicht? Kennen wir die hässlichen Puppen nicht? Aha. Ah, Portugal, Gesundheitszustand cool. Großen Veränderungen, spielt kaum den ganzen Tag mit Puppen. Hat heute zwei in Molded verwandelt. Oh, der Husserschäft.
Nachdem sie mit der Bahn gespielt hat, fing sie an, über Müdigkeit zu beklagen. Gesundheitszustand schlecht. Altert ganz plötzlich, verliert Gewicht, Haare. Ach guck mal, Evelyn wird auf einmal zu Oma und lernt Yoga Teleport. Schwach, aber stabil war, wir. Relativ stabil. Ich meine, schlagt mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber wird irgendwann mal erklärt, wie Oma es überhaupt schafft, sich die ganze Zeit zu Yoga teleporten. Und hier hat man echt Spaß gehabt. Hier hatte echt jemand die Zeit seines Lebens. Mann. Was mich viel eher interessiert, wurde, wo war denn Dietrich? Ah, wahrscheinlich hier, in dem Raum, wo ich das erste Mal vor dem großen Dicken abgehauen bin. Oh, noch ein Foto. 5 Minuten, erbrechen. Ist schlecht. Der wird wach. Hab die Schnauze voll von diesem Lucas. Das sag ich mir schon die ganze Zeit. Da haben wir leider einen Forscher gemacht. Ich bin, warum muss ich mit diesem Meisterabschluss mir Mikro bestanden? Nö. Ich bin ja immer mit einem Testobjekten rum. Nö. Heul, heul. Jobbel die Bobbel die. Oh, Kumpel, möchtest du. Ja, ich wollte gerade fragen, möchtest du jetzt lebendig werden oder später? Was das? Bist eine extra Portion. Ich habe mehr davon. Ich hab noch 50 Schuss mehr davon, just saying. Mhm. Oh, Dubidu, ich wäre so gern ein gutes DLC. Aber ist es leider nicht. Lucas. Lucas bemerkt das nicht. Lucas ist ein ziemlicher Schwachkopf. Mal, wenn wir den Power anmachen, hat er bestimmt wieder Spaß. Ist sonst noch was? So. Mann, was zum Teufel? Hi! Scheiße! Lucas! Ich mach dich fertig! Ich mach dich doch nicht fertig, du kannst wieder Yoga teleporten. Donnerstag, der hat Ruder gelaufen. Guck mal, seine Idee nur die lange dauern. Ich bin hier raus. Okay. Touché. Ach, guck mal, der Dietrich. Soll ich jetzt nochmal super Backtracking machen? KWE-Daten, hab einen. Übertragung vorbereiten. Aha. Ich meine, das gesamte Game ist sowieso geskriptet, also kann ich mich hier auch sowieso mal schön umgucken. Wir können den Vorschlag erledigen. Entstanden. Wahrscheinlich gute Gelegenheit, mich von den Connections zu trennen. Ich bin ganz ehrlich, eigentlich interessiert mich das alles so herzlich wenig. Einmal saftig. Oh, entriegelt. Ach so, ist nur der Weg hierhin. Warum auch immer. Okay. Dann gehen wir mal. So. Deine super Geschütze. Du solltest die. Du musst deine Waffen auch geladen haben, Junge. Das riecht auch nach Bossfight. Du solltest tot sein. Wir haben deine E-Mails. Wir wissen, dass du jemandem Infos gibst. Das geht dich verdammt nochmal nichts an, Chris. Viele Leute da draußen möchten etwas über unsere kleine Evie wissen. Viele Leute. Deine Freunde, die Connections, wissen davon? Die scheinen mir nicht eine persönliche Sorte. Das ist meine Sache. Lass die meine Sorge sein. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Mit was willst du mir noch mehr Gegner entgegenschmeißen? Ich meine, du gibst mir mehr als... Wir sind VR. Ich
kann. Ich nicht. Nein. Ich glaube es nicht. Glaub es. Es ist vorbei. Nein. Niemals. It is never over. Lucas. Oh, das wird dir gefallen, Spark. Oh, Junge. So, fühlt sich das also an. Wir haben hier unten ein Problem. Infektion bei kritischer Masse. Ach, erzähl mir was Neues. Ich hab da etwas für dich. Du bist total. Chris, steh auf und geh weg. Mit Vorsicht vorgehen. Extremer Vorsicht. Oh, das ist anders. Nicht, dass ich das tue, seit wir hier sind. Chris, kannst du bitte noch monotoner klingen? Noch gelangweilter? Sag dem Motto, oh Mann, Frank hat schon wieder allesamt all die ganzen KitKats aus dem Automaten gefressen. Mann! Oh wow. Eat shit. Ich hab genug davon. Ja, mehr als genug davon, also, ne? Ich meine, immerhin kriegen wir mal einen anderen Boss. Meine Güte. Hat ja auch nur, was weiß ich, wie viele Spielstunden gedauert. Gehen. 3 Jahre den Arm angucken, dabei wieder Schaden nehmen. Das ist immer das Schönste hier. Ist das ein fucking Penis, den du da hast? Ich hoffe doch nicht. Wäre übelst disgusting. Die machen Damage. Wir haben nur 6 Schuss. Aua! Ja, ja, ich habe mehr als genug Heilmittel. Zack. Boah. Na gut, wenn er schon weggeht, ne? Wenn er gestunt ist? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube sowieso nicht, dass das irgendwas bringt hier. Ich bezweifle, dass das Spiel so weit denkt. Einfach weiter mit Shotgun-Munition voll. Scheint sehr effektiv zu sein. Wow, wirklich. Das war's. Game over. Zehn Bullets. Endlich. Chris, Datenübertragung fast fertig. Wie halte ich sie auf? Du musst irgendwie den Server runterfahren. Vielleicht gibt es irgendwelche Trafos, die du... Sollen Sie doch heulen. Wie ist die Lage? Anlage ist gesäubert. Auch neue Varianten beseitigt. Es sind bestimmt keine Viren mehr in der Luft, Chris. Nimm ruhig den Helm ab. Dann bin ich hier raus. Wollte mir ja wohl nicht sagen, dass es das schon war.
Das war's tatsächlich schon. Außenwand aufgebaut und in Betrieb. Gut. Glaubst du, wir haben hier geholfen? Ihnen nicht, fürchte ich. Der Pilz ist eingedämmt. Hoffentlich sind Sie Ivys letzte Opfer. Hoffentlich. Chris, ein Anruf für dich. Du musst ihn im Lager annehmen. Okay. Bin auf dem Weg. Und fleischwild geworden ist, schau ihn dir doch an. Ein Schatten seiner former Fleischigkeit. Das war's tatsächlich. Eine Stunde zehn. Eine Stunde zehn. Erfolgreiche Abwehraktion 0. You know why? Because it's bullshit. Abwehren ist das Dümmste, was du machen kannst. Weil abhauen ist genauso effektiv. Stream jetzt schon vorbei. Nö, hol. Bist du gerade da? Du bist gerade da. Schwierigkeit Profi. Fuck you. Und jetzt wurde in der Interbox kein Held hinzugefügt. Aha. Oh, hast du gleich Bock auf Overwatch? Das war's. Wow. Free DLC. Das kriegst du, wenn du ein Free DLC kriegst. Eine Stunde spielen. Eine Stunde. Mehr nicht. Oh, Alter, das war's. Das war's schon. Ich will nur eine Sache mal wissen. Neues Spiel. Ich geh mal auf Profi. No! Hey, Schusch, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt so na wenigstens mehr gefallen, als mir das Spiel gefallen hat an sich. Wenn doch, dann hinterlasst bitte ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr mit diesem Kanal auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut am besten in die Kommentare. Euch einen schönen Tag noch und bis dahin. Ciao, Leute.